Wir haben hier Zwischenringe von Matin. Die sehen so aus. Werden in diesem Beutel geliefert, natürlich verpackt im Karton, ganz klare Sache. Und die werde ich jetzt mal hier gleich an eine Kamera befestigen, um zu zeigen, was das Besondere an diesen Zwischenringen ist. Wie man sehen kann, wenn man hier die Deckel entfernt, sind es also im Paket drei Zwischenringe, einmal 36 mm Element, 20 mm und ein 12 mm Element, die man entweder zusammen so verwenden kann an der Kamera oder halt eben einzeln die Elemente für sich, die Seite an die Kamera und hier das entsprechende Objektiv dran. Ich lasse das jetzt erstmal zusammen und werde das jetzt mal eben hier an der 5D kurz befestigen und zeigen, wie das geht. Dazu muss das Objektiv entfernt werden, logischerweise. Dann kommt die Seite mit den Kontakten an den Body der Kamera, das Bajonett, logischerweise hier der rote Punkt mit dem roten Punkt am Bajonett der Kamera in Übereinstimmung bringen und einfach Klick, das war's. Hier wird das Ganze wieder gelöst, wie man das vom Objektivwechsel kennt. Noch einmal kurz zeigen, Klick. Das Besondere ist halt eben unter anderem noch einmal das Trennsystem. Das ist halt eben wirklich auch so angelegt, wie man es halt eben auch kennt von der Kamera, wie man die Kamera mit dem Objektiv trennt, nämlich in Form eines Knopfes, der dann hier einfach an dem entsprechenden Element runtergedrückt wird, wie man es halt eben auch hier kennt von der Kamera. Zack, gedrückt halten und schon kann man die einzelnen Elemente einfach entfernen. Zu guter Letzt kommt dann hier oben das Objektiv dran. Auch hier oben wieder die Markierung, ist also durchgängig. Alle Elemente in Übereinstimmung mit dem roten Punkt an der Kamera. Ansetzen, leicht drehen, schnapp und schon ist das Ganze passiert. Was das Besondere an diesem ganzen Zwischenringgefüge, was jetzt hier befestigt worden ist, ist eben, dass die Kamera durchgehend durch die Zwischenringe mittels der Kontakte mit dem Objektiv in Verbindung bleibt. Also normalerweise ist das so, dass wenn man Zwischenringe befestigt, dass in dem Augenblick, wo hier also ein Zwischenring zwischen Kamera und Objektiv ist, gibt es keine Verbindung mehr. Bedeutet, ich muss alles am Objektiv, Autofokus, mit der Hand einstellen. Das ist hier anders. Wir haben also hier eine Verbindung, die zum Objektiv besteht. Jetzt muss ich die Kamera mal eben einstellen. Ah, Sie haben schon gehört. Ich rücke also hier einfach jetzt mal den Autofokus-Knopf leicht runter und dann kann man sehen, da passiert was. Tatsächlich. Es ist also tatsächlich so, dass wir hier nicht manuell mit der Hand den Autofokus bedienen müssen, sondern dass wir das ganz normal machen können, so als wenn die Zwischenringe gar nicht an der Kamera dran wären. Das geht natürlich logischerweise mit jedem einzelnen Element. Ich werde das hier jetzt also noch einmal das größte einzelne Element befestigen, da kann man auch ein bisschen mehr auf dem Film sehen. Hier auch das Objektiv lösen, ganz normal, den Hebel nach unten, Objektiv drehen und weg. So, befestigen wir das jetzt hier nochmal eben, zack, und jetzt nochmal eben, ganz normal kann man hier also mit diesen wunderbaren Zwischenringen mit dem Autofokus seine Makroaufnahmen machen. Das ist schon eine ziemlich klasse Sache. Selbstredend sind die Sachen hochwertig verarbeitet. Stahl und alles sehr massiv. Da klappert auch nichts, da wackelt auch nichts. Und wie gesagt, die Kontakte machen es möglich. Das ist eine echt tolle Sache.